Wurst trifft die Wurst. Dienstagabend hat Conchita ihr Wachsebenbild bei Madame Tussauds präsentiert. Zwischen ABBA und Celine Dion platziert, ist die ESC-Gewinnerin der neueste Zugang im Wiener Wachsfigurenkabinett. Dürfte ich diesen Moment kurz für mich genießen, das wäre ganz nett. Nein. Unfassbar. Für die Figur, die auch mit Mikrofon, eigens nachgeschneidertem Glitzerkleid und Originalschuhen ausgestattet ist, musste die Sängerin 2 Stunden lange Sittings absolvieren, bei denen Fotos gemacht und Messungen durchgeführt wurden. Über den Umweg einer Tonfigur begann dann die Arbeit an der wächsernen Conchita. Alleine 6 Wochen brauchte die Haarpracht. Diese war ja auch bei Kaiserin Elisabeth außergewöhnlich und von Frisur und Figur der Kaiserin war Conchita bei einem Rundgang durch das Wachsfigurenkabinett vor der feierlichen Präsentation besonders angetan. Die Kaiserin natürlich ist schon sehr eindrucksvoll, weil ich glaube wir Österreicher sind einfach riesen Sissi-Fans und das ist schon irgendwie etwas, ich glaube, das ist eine Figur, auf die freut man sich, wenn man in das Wiener Madame Tussauds geht. Das war schon, ja, war schon sehr spannend, vor allem die Tatsache, dass ja diese Figuren auch nicht mehr, die Figuren leben sowieso nicht, aber die dazu passenden Menschen leben nicht mehr. Und das finde ich ganz, ganz spannend, wie man denn dann so maßstabsgetreu diese Figuren nachstellen kann. Das ist unfassbar. 3 Monate lang steht sie nun selbst zwischen den ESC-Siegern ABBA, Celine Dion und Udo Jürgens, wobei ihre eigene Figurenanordnung ein bisschen anders ausgesehen hätte. Shirley Bassey, ich und Celine Dion, das wäre so meine Girl Group. Und Cher, Tina Turner, ach dann einige, vielleicht auch einen größeren Raum. Die Besucher haben ja bestimmt, dass Conchita als nächste Attraktion bei Madame Tussauds Einzug finden soll. Ist dieser geschafft, muss kaum ein Wachsdouble den Platz wieder abgeben. Wer entscheidet auch, dass die Besucher, wie lange die Periode einer Figur dauern soll? Also es kommen ganz, ganz wenige wieder Figuren weg. Wieder weg. Einmal gutes Zeichen. Gutes Zeichen. Für einen Blick auf die wechselnde Conchita muss man übrigens nicht unbedingt in den Prater. Im Zuge der offiziellen Eröffnung des Song Contests wird sie am Sonntag auch am Wiener Rathausplatz zu sehen sein.